möchte ich jetzt mal die Hauptpersonen auch an diesem Abend begrüßen. Und das ist schon mal von der FDP der Parteivorsitzende und bayerische Spitzenkandidat der Partei, Daniel Föst. Außerdem zu Gast von der AfD, ihr bayerischer Spitzenkandidat, Peter Böhringer ist da. Guten Abend. Grüße, Herr Böhringer. Ich habe natürlich hart recherchiert über Sie. Da steht, Sie fahren gerne Fahrrad. Stimmt das überhaupt? Ist ja eigentlich so das Verkehrsmittel der Grünen. Ja, darauf haben die Grünen kein Monopol. Wenn die Grünen die Politik beim Fahrradfahren beließen, wäre alles gut mit den Grünen. Ich komme leider nur zu wenig dazu. Und Sie fahren aber gerne immerhin. Ja. Auch durch Ihren Wahlkreis. Wir werden mehr von Ihnen fahren. Schön, dass Sie da sind. Sie dürfen auch an Ihren Platz gehen. Danke sehr. Danke, Frau Eder. Abend. Außerdem von der Linken, der bayerische Spitzenkandidat heißt Klaus Ernst. Herzlich willkommen. Da müssen Sie stehen bleiben. Herr Ernst, Sie sind ein total erfahrener Wahlkämpfer. In 5 Jahren, Herr Ernst, wird die Rolle der Frau sich da verändern nochmal? 5 Jahre ist ja nicht so lang. Ja, sie wird sich ändern. Wohin? Es werden mehr Frauen erwerbstätig sein als bisher. Die Frauen werden selbstständig und noch selbstbewusster sein und werden auch in ihrem Job mehr Führungsaufgaben übernehmen. Herr Föst, Frauen in 5 Jahren? Frauen haben kein Problem im Selbstbewusstsein, sondern mit der Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass wir die Gerechtigkeit erreicht haben. Aber ich glaube, viel wichtiger als die Frage, Mann oder Frau, ist die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und dem gesamten Leben. Und da haben wir großen Nachholbedarf. Herr Böhringer, wo sehen Sie die Frauen in 5 Jahren? Am liebsten würde ich mich beiden Vorrednern anschließen, aber nur unter einer großen Voraussetzung. Die fundamentale Islamisierung darf nicht weitergehen, sonst sind diese ganzen Debatten hier reiner Luxus. Aber das hat ja erstmal, ach so, ich weiß schon, warum Sie denken, dass das mit Frauen zu tun hat. Gut, habe ich verstanden. Wir kommen näher zur Sendung. Sie sehen schon, das Themenspektrum ist extrem weit. Wenn man vom Frauenbild in einem Halbsatz bei der Islamisierung gleich landet, dann können wir uns auf was gefasst machen. Gleich haben die Bürgerinnen und Bürger hier das Wort. Wir sind schon sehr gespannt auf die Fragen. Zunächst möchten wir Ihnen unsere 3 Kandidaten noch mal ganz genau vorstellen. Drei Politiker, ein Ring, die BR24 Wahlarena. Im Kampf um die Wählerstimmen für die Bundestagswahl treffen heute aufeinander Klaus Ernst von der Partei Die Linke, 66 Jahre aus dem Wahlkreis Schweinfurt, gelernter Elektrotechniker, seit 16 Jahren im Bundestag und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, Spezialgebiet die Rechte von Arbeitnehmern. Erstens, wir brauchen Konjunkturprogramme. Die müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die unteren Einkommen, das ist die Nachfrageseite, deutlich angehoben werden. Der Mindestlohn stimmt nicht, die Renten stimmen bei uns nicht. Außerdem dabei Peter Böhringer von der AfD. 52 Jahre aus dem Wahlkreis Amberg, gelernter Kaufmann, seit 4 Jahren im Bundestag und Vorsitzender des Haushaltsausschusses, Spezialgebiet die Finanzpolitik der EU. Wir sind inzwischen mit mehreren Billionen Euro in der Haftung. Das heißt, jeder einzelne Haushalt ist mit mehreren 10.000 Euro in der Haftung für den Euro, der permanent gerettet wird seit 15 Jahren und inzwischen auch für Klimaideologie, die unfassbar teuer wird und die komplett von Brüssel kommt. Der dritte ist Daniel Föst von der FDP, 45 Jahre alt aus dem Wahlkreis München-Nord, Betriebswirt, sitzt seit 4 Jahren im Bundestag und spezialisiert in Fragen des Wohnungsbaus. Wir brauchen mehr Wohnungsbau, günstigeren Wohnungsbau und schnelleren Wohnungsbau. Und wer dann die Vermieter und die Bauherren aus dem Markt drängt, sie immer mehr gängelt, der erreicht genau das Gegenteil. Angebot verschwindet, die Mieten steigen noch mehr. 3 Spitzenkandidaten, die um die besten Antworten ringen in der BR24 Wahlarena. Wenn Sie sich zu Hause von der Couch aus ganz bequem an dieser Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das gerne tun. Sie können uns eine E-Mail schreiben an wahlarena@br.de oder Sie kommentieren einfach unten in den Kommentaren den Facebook-Livestream auf BR24. Wir freuen uns über alle Fragen, auch zu den kleineren Themen oder was Ihnen sonst auf der Seele brennt. Wenn man den Umfragen gerade trauen kann, dann ist das Thema Klima ein Thema, was viele Menschen umtreibt. Und ich möchte jetzt mal die erste Schüchternheit
Schüchternheit hier im Saal brechen und offensiv fragen, ob jemand zum Thema Klima was zu sagen hat. Und da geht gar keine Hand hoch, aber da geht eine Hand hoch. Die junge Frau im schwarzen Sakko, so wie ich. Wer sind Sie und was möchten Sie gerne wissen? Mein Name ist Fabia Klein. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future Deutschland. Und ich habe eine Frage an den Herrn Föst. Und zwar sprechen Sie als FDP immer wieder davon, dass Sie gerne den CO2-Preis festsetzen würden. Und de facto tun Sie das aber nicht, zumindest nicht öffentlich. Und dementsprechend möchte ich Sie sehr offen danach fragen, welcher der dann das sein soll. Das versehen wir mit einem harten CO2-Deckel. Wir drücken jedes Jahr CO2 aus diesem CO2-Zertifikatehandel. Und so entsteht über einen Marktmechanismus der Preis. Herr Böhringer, was ist mit der AfD? Gut, also diese Art der Planwirtschaft hätte ich jetzt von der FDP nicht erwartet, dann aber wieder doch. Es ist natürlich kein Marktmechanismus, wie es Herr Föst eben beschrieben hat. Es ist die eine Seite dieses Marktes, das Angebot, das hat er ja eben selbst beschrieben, wird gedrückt. Das ist ein politischer, willkürlicher Eingriff. Man kann auch nicht aus den Millionen Tonnen, die da runtergehen, plötzlich sagen, in 80 Jahren ist das Weltklima plus minus ein Grad. Mehr oder weniger, wir haben ja schon im Ahrtal gesehen, dass das nicht funktioniert. Man kann nicht mal eine Woche vorher offensichtlich das Wetter festlegen, geschweige denn in 60 oder 80 Jahren das Klima. Also aber mir ist wirklich wichtiger, dass die Partei der Marktwirtschaft, die ehemalige, die FDP, an der Stelle eine reine Planwirtschaftspartei ist. Es ist kein Marktmechanismus oder vielleicht ist es ein ganz kleines Marktelement innerhalb eines großen planwirtschaftlichen Systems. Und das lehnen wir natürlich ab. Okay, verstanden. Konkrete Frage ist eigentlich, wie man vor allem die Infrastruktur voranbringt, denn das ist ja die Aufgabe der Politik. Ich bin ganz sicher, dass meine Unternehmerkollegen und wir in den nächsten 10 Jahren genügend Investitionen tätigen in Solaranlagen. Ich würde auch sehr gerne sofort meinen Wärmeprozess, der heute mit Erdgas betrieben wird, Wasserstoff beimengen. Allein, ich kriege ihn nicht. Und wenn ich ihn kriege, ist er doppelt so teuer wie das Erdgas oder mehr ist doppelt so teuer. Deswegen die Frage, wie schaffen Ihre Parteien, dass wir die Infrastruktur hinbekommen, und vielleicht müssen wir den CO2-Preis auch deswegen daran messen, wie hoch wir ihn setzen, ob wir die Infrastruktur auch haben, damit wir als Unternehmer auch überhaupt klimaneutral produzieren können. Infrastruktur, Herr Böhringer. Na gut, ich finde, Sie profitieren ja zum Teil oder Sie wollen sich engagieren. Sie profitieren auch von diesem ganzen System offensichtlich der CO2-Bepreisung. Aber man muss schon mal für alle Bürger klarstellen, in welchen Größenordnungen das denn geplant ist. Es ist ja eben kein Marktprozess, wie ich eben schon sagte. Es ist von in den letzten Gesetzen der alten Regierung, der alten, ohne die Grünen, die ja auch schon grüne Politik gemacht hat, letzten Endes beschlossen worden, erst vor 2 Monaten jetzt, in der allerletzten Sitzung, wie der CO2-Preis aufzuwachsen hat. Von heute ungefähr 10 Euro oder Dollar pro Tonne. Ja, und Ihre konkrete Maßnahme? Auf dann 25 in sehr kurzer Zeit, auf 50 schon in 2028 oder 30 und dann in Richtung 195 Euro. Das wird sich überall, auch bei Ihnen, dann auch negativ in den Bilanzen auswirken. Ich finde schon, dass die Bürger das auch wissen sollen. Das ist alles bereits beschlossen. Von der alten Regierung noch. Die Chinesen haben einen Preis von 6,40 Euro festgelegt. Das ist eine unglaubliche Wettbewerbsverzerrung. Wer will als nächstes was sagen? Aber jetzt ganz alle, bitteschön. Dann brauchen Sie ein... Ach so, wir müssen nämlich immer, das macht Corona nötig, das Mikrofon einmal sauber machen. Deshalb noch mal kurz Zeit, die E-Mail-Adresse zu sagen, wahlarena@br.de. Und jetzt haben Sie schon ein Mikrofon. Guten Abend, wer sind Sie? Schönen guten Abend, mein Name ist Dominika Segetz. Ich engagiere mich seit 2015 im Asylcafé in Schwabach und bin sozusagen seit der akuten Erstversorgung mit dabei. Habe jahrelang Deutschkurse angeboten, habe bei der Wohnungssuche geholfen, bei der Arbeitssuche und habe jetzt eine Frage zu einem akuten Fall. Und zwar haben wir ja eine humanitäre Krise gerade in Afghanistan und gleichzeitig muss ein junger Mann, der seit 2015 hier ist, erfahren, dass sein Schutzstatus, seine Flüchtlingseigenschaft aberkannt werden. Der hat hier die deutsche Sprache erlernt, hat eine Ausbildung als Altenpflegerhelfer gemacht, bildet sich jetzt fort als Krankenpfleger, war schon sein ganzes Leben lang auf der Flucht, hat sich hier ein neues Leben aufgebaut. Gleichzeitig fürchtet gerade seine Familie in Afghanistan um ihr Leben. Und er erfährt gerade vom BAMF, dass er eben, wenn sich irgendwann mal die Lage dort verändert hat, eventuell abgeschoben wird. Meine Frage an Herrn Ernst und an Herrn Föst ist, wie setzen Sie sich dafür ein, dass in Zukunft
diese Widerrufs- oder jetzt diese Widerrufsverfahren ausgesetzt werden. Das ist auch kein Einzelfall, also das passiert jetzt gerade immer wieder. Wie bekommen die Menschen, die hier sich schon bereits integriert haben, eine Rechtssicherheit, dass sie auch tatsächlich dauerhaft bleiben dürfen? Okay, Rechtssicherheit ist die Frage. Ich sage jetzt aber auch gleich dazu, damit Herr Böhringer auch drankommt, wir machen jetzt beim neuen Themenkomplex wirklich wieder eine Dreierrunde. Aber fangen Sie doch mal an. Also ich sage Ihnen, was da hilft, öffentlicher Druck. Ich habe selber zwei Beispiele, die ich nennen könnte, wo es darum ging, afghanische alleinreisende Jugendliche, die schon einen Praktikumplatz hatten in einer Automobilwerkstatt, dass die denen verweigert wurde, dort eine Ausbildung zu machen, weil sie keinen Aufenthaltsstatus hatten. Durch öffentlichen Druck, übrigens auch mit dem Bayerischen Rundfunk, ist es uns gelungen, dass wir diesen afghanischen Jugendlichen hier in Schweinfurt, bei uns in Schweinfurt, inzwischen tatsächlich integriert haben. Herr Böhringer, wie kann man solchen Menschen helfen, die sich integrieren wollen, sich integriert haben und in ein Land zurück müssten, wo jetzt die Taliban herrschen? Die AfD muss immer Dinge aufarbeiten, die vor vielen, vielen Jahren etwas schiefgelaufen sind. Es gab eigentlich keinen politisch Verfolgten, das muss ich auch der Aktivistin sagen, aus Afghanistan, der hier irgendwie echtes politisches Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz hätte haben können. Trotzdem ist er jetzt da, er ist schon lange da. Das sind nicht die Fälle, die wir normalerweise bearbeiten. Wenn sie integriert sind, die Leute, dann ist es ja klar, dass wir wissen, dass diese Leute nicht zurückgehen. Das weiß auch jeder, deshalb ist Ihre Frage auch obsolet. Es gibt keine Abschiebung nach Afghanistan und es wird sie auf absehbare Zeit sehr, sehr lange nicht mehr geben. Das wissen Sie, da brauchen Sie nicht lachen. Es ist einfach so, ist schon seit mehreren Wochen jetzt abgestellt und das wird auch so schnell nicht wieder kommen. Das ist aber ein Einzelfall und das, was im Moment kommt, übrigens alles natürlich illegal, es sind keine politisch Verfolgten im Sinne des 16a Grundgesetzes, ist völlig klar. Das sind die Fälle, über die wir dann in 6 Jahren sprechen. Nicht über einen Einzelfall, sondern dann über wahrscheinlich 10.000. Und es ist nicht so einfach, Afghanen zu integrieren, 45% Hartz-IV-Bezug, weil in dieser Klientel, das ist jetzt bei Ihrem Fall erfreulicherweise anders, wunderbar, dann 99% Scharia-Gläubige in diesem Land. Es wäre also doch interessant, ob der Kollege dann auch an die Scharia glaubt. Wenn nicht, dann ist er eine ganz seltene Ausnahme. Wenn er daran glaubt, dann hat er eigentlich auch kein Problem, wenn er zurück müsste nach Afghanistan, was ich jetzt aber hier an dieser Stelle nicht fordere. Aber ich wollte noch mal zu dem Punkt sagen, die Regel ändern. Ich sage Ihnen, wir haben Regeln, wir haben ein Asylrecht, dieses Asylrecht finde ich ausgezeichnet. Und Herr Böhringer, einmal zu Ihnen, wenn Sie sich die Situation in Afghanistan anschauen, dann haben wir hier politisch Verfolgte, dann haben wir wegen des Geschlechts Verfolgte und haben wegen der Religion Verfolgte. Also mehr Asylgründe, wie wir gerade von Afghanen haben, in diesem Land, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und weil das so ist, müssen wir natürlich da ganz anders rangehen, als Sie vielleicht aus Ihren ideologischen Gründen an das Thema prinzipiell rangehen. Und natürlich müssen wir gucken, dass wir die Regeln dort ändern. Aber ich sage Ihnen, dass die praktische Erfahrung, die ich hatte, das möchte ich Ihnen auch sagen, war, dass immer dann, wenn sich viele Leute engagiert haben, auch Politiker, auch der Rundfunk und auch in dem Fall sogar der Arbeitgeber, wenn die zusammengehalten haben, dann war das von Erfolg gekrönt, dass die Leute, die es betroffen hat, da bleiben konnten. Und das meine ich. Und das ist wichtig. Und im Übrigen müssen wir natürlich auch gucken, in welcher Weise wir jetzt auf Ebene des Bundestags, da sind wir ja dann zuständig, auf Ebene des Bundestags Regeln verändern müssen, dass solche Verfahren beschleunigt werden, die wir haben, und dass eindeutig und klar ist, dass man nach Afghanistan nicht abschieben kann. Das war immer schon unsere Position. Herr Kollege Ernst, Im Übrigen einen Satz noch dazu. Diesen Krieg, den haben wir 20 Jahre lang für falsch gefunden, was da gelaufen ist. Für 20 Jahre. Jetzt war das ein Desaster. Das war ja fluchtartig, haben wir uns da sozusagen haben wir das Ding verlassen. Okay, und deshalb sage ich, sowas jetzt, darf auch nicht mehr passieren, was wir da geleistet haben. Wir sind uns ja in einigen Punkten sogar einig, dieser Krieg, und das sage ich auch in diese Richtung, da ist der Westen nicht ganz so unschuldig. Und wir hatten 20 Jahre in der Tat nichts verloren in Afghanistan. Da bin ich völlig bei Ihnen. Da haben wir sogar schon zusammen abgestimmt, ob Sie es gerne hören oder nicht. Auch meine Fraktion hat 8-mal gegen die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes gestimmt. Und ich mache das schon seit 20 Jahren. Ich habe vor 20 Jahren mit Linken zusammen gegen diesen Afghanistan-Krieg protestiert. Es war ein Desaster von Anfang an. Es war auch eine Lüge, dass hier Krieg in den Terror geführt wurde. Der wurde nicht von Afghanistan aus geführt. Alles gut. Da haben wir überhaupt kein Problem. Aber in Ihre Richtung, ich soll ja in diese Richtung argumentieren, der Artikel 16a, Herr Kollege, beinhaltet nur,
die politische Verfolgung, wenn ich es richtig im Kopf okay, habe. Okay, haben wir alle, insofern, es gibt keine, anderen Asylgründe und damit fallen 99 oder 98 Prozent der Menschen raus aus dem Asyl. Wenn ich es zuspitzen darf, die Frage ist ja, da gibt es Menschen, die haben sich für Deutschland eingesetzt, zum einen für die Bundeswehr, zum anderen aber auch natürlich Entwicklungspolitik ist für Deutschland auch wichtig, also für deutsche Interessen, Ortskräfte. Ja. Und da, glaube ich, ist bei Ihnen in der Partei einen Unterschied gemacht. Das heißt, Bundeswehrhilfskräfte dürfen kommen, aber die, die für deutsche Hilfsorganisationen gearbeitet haben, nicht. Aber die Forderung war jetzt mal ganz allgemein, der Bürger eben man sollte Leute holen, die Deutschland geholfen haben. Na gut, der Bürger ist Soldat und hat es erstmal auf Soldaten bezogen. Es gibt eine offizielle Anfrage vom Bundestag schon von 2018. Wie viele Ortskräfte gibt es in Afghanistan? Das waren damals 670 Leute. Von denen sind inzwischen etwa 200 bis 300 tatsächlich in Deutschland. Die anderen sind wahrscheinlich weitgehend in Sicherheit. Es sind nicht mehr so viele. Wir reden von ganz wenigen Fällen, die jetzt wirklich echte Ortskräfte sind und noch nicht geholt sind. Da hat meine Fraktion auch nie ein Problem gehabt. Wir haben schon beim Fall von Kunduz schon vor 3 Monaten Reden im Bundestag gehalten, dass diese Leute in Sicherheit gebracht werden müssen. Nicht zwingend nach Deutschland, aber erstmal in Sicherheit. Aber meinetwegen, bei 600 Leuten muss man auch nicht mehr über Deutschland reden oder nicht. Das ist nicht das Problem. Aber während wir hier sprechen, wird in Ramstein inzwischen 34.000 Menschen eingeflogen sein. Und davon werden die nicht mal 10.000 in die USA weiterfliegen. Was passiert dann mit diesen Menschen? Ja, also lassen Sie es 15.000 sein. Es sind bereits jetzt 15.000 da, die ganz sicher nicht weiterfliegen. Und natürlich kann man sie nicht in Ramstein lassen. Das sind nicht alle Ortskräfte. Sie wissen selbst, Sie haben es ja beschrieben, welches Chaos auf diesem Flughafen war. Und das hört auch nicht auf. Hamas hat weiterhin im Ausland verhandelt. Wir wollen noch möglichst viele reinholen, die bereits außerhalb von Afghanistan sind. Also das sind alles unsägliche Dinge. Die Ortskräftedebatte ist eine reine Ausrede. Jetzt gibt es wieder Fragen. Hinter dir in der roten Hose meldet sich eine Dame. Ja, ich möchte das Thema Corona ansprechen, was im Wahlkampf nach meinem Empfinden eine untergeordnete Rolle spielt, so wie die Kinder und Familien während der gesamten Corona-Krise quer durch alle Parteien eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Denn wir haben ja, wir haben einen Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, die Parteien, die verschiedenen Parteien regieren mit in den Bundesländern, auf Bundesebene haben wir eine andere Mehrheit, so. Seit 1,5 Jahren wird diese Corona-Krise nicht nur auf der Pflege ausgetragen, auf dem Rücken der Pflege, sondern auch auf dem Rücken der Kinder und der Familien. Mein Sohn mit jetzt 13 Jahren war insgesamt 9 Monate komplett zu Hause. Komplett. Dazu kommt noch Wechselunterricht, wo auch nur eingeschränkt Unterricht stattfinden konnte. Und wir haben als Eltern und die Kinder haben immer noch keine Garantie, dass sich das nicht wiederholt. Und es darf sich auf keinen Fall wiederholen. Niemals mehr. Weil an den Folgen dieser Maßnahmen wird unsere Gesellschaft noch Jahrzehnte leiden. Ich arbeite als Sozialpädagogin an einer Mittelschule. Ich kriege es hautnah mit, neben meinen eigenen Kindern. Meine Frage ist, wie garantieren Sie, dass das nicht wieder passiert? Denn diese Maßnahmen mit Schulschließung und Homeschooling waren für mich nur der billigste und einfachste Weg, die Gesamtmobilität in der Gesellschaft einzuschränken, ohne die Betriebe anzugreifen, ohne eine Testpflicht in den Betrieben einzuführen, ohne eine Homeoffice-Pflicht einzuführen. Die Kinder hat man einfach ins Homeoffice geschickt, egal ob da ein Computer steht oder nicht. Wie garantieren Sie, dass dieses Schuljahr und alle Schuljahre danach in Präsenz stattfinden, mit Sport, mit Musik, mit Exkursionen, mit Klassenfahrten und dass die Maßnahmen endlich bei denjenigen ergriffen werden, die mehr zu den Infektionen beitragen als die Kinder. Es ist in vielen Studien nachgewiesen, dass es die Kinder nicht sind. Ich glaube, die Message ist angekommen. Die Kinder wurden auch unterschiedlich behandelt und das soll nicht mehr passieren. Herr Böhringer. Ja, was soll man sagen? Die Analyse ist eine, die Millionen von Menschen genauso machen würden zurzeit und machen können und machen müssen. Kinder sind nicht die Träger irgendeines pandemischen Problems. Wir wissen das, wir wussten es von Anfang an. Am Anfang wurde es auch sogar so gesagt, jetzt werden die Kinder immer noch in diese Maßnahmen getrieben. Sie werden sogar in die Impfung getrieben. Und das ist unglaublich bei einer Mortalitätsrate von 0,00016% bei Kindern. Wenn man sie dagegen impft, ist da durchaus ein positives Risiko da. Also nicht eins von null. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist wirklich übel.
das ist das, was sehr viele Menschen auch noch bewegt. Aber ich gebe Ihnen recht, diese Schulthemen sind natürlich unglaublich belastend. Und seit Sommer, Frühsommer 2020 sagt meine Partei ganz klar, Maßnahmen beenden. Alle anderen Parteien haben permanent für die Verlängerung der pandemischen Notlage gestimmt. Auf Basis von Lügen, die wir inzwischen wissen. Das ganze Thema ist auf Lügen aufgebaut und es gab nie eine Triage-Situation, nicht ansatzweise. Das ganze Thema ist auf Lügen aufgebaut. Herr Fürst, Sie haben gerade tief geschnauft. Ich möchte so einen Schwachsinn gar nicht kommentieren. Ja, ist schon recht. Das ist aber sehr schwach, hier nicht darauf einzugehen. In jedem Punkt recht. In jedem Punkt. Ich muss aber, um es wahr zu sagen, garantieren in der Politik ist schwierig. Aber was wir den Kindern angetan haben, ist unsäglich. Insbesondere, was ihnen jetzt immer noch angetan wird, weil wir noch Verlängerungen... Wir haben kein einziges Mal dagegen gestimmt. Jetzt ist kurz Herr Fürst dran und dann... Also, das ist lächerlich, was Sie gerade sagen. Ernst, auch noch? Also den Herrn Böhringer nehmen wir jetzt mal raus. Die Sendung neigt sich dem Ende entgegen, wir wollen nochmal... Ganz übel, was Sie gerade machen. Die Kinder müssen es ausbaden. Übrigens jetzt auch, weil wir viel zu wenig Plätze haben für die ganze psychiatrische und psychologische Nachbetreuung, die jetzt notwendig ist. Ich bin eine alleinerziehende Mama aus Nürnberger Südstadt und... befinde mich aktuell in einem gekündigten Mietverhältnis und muss bis Mitte Dezember die Wohnung räumen. Ich habe zwei Jungs, ich muss im Schulsprengel bleiben und ja, ich arbeite auch. Ich bin ja in der Steuerkanzlei tätig und kann mir aktuell die Miete nicht leisten. Was wird dahin bezogen gemacht? Ich müsste über die Hälfte meines Gehaltes dann für die Miete... Okay, das war eine gute Frage. In der Tagesschau schaffen Sie es auch, in 15 Sekunden zu antworten. Müssen Sie nicht ganz, aber bitte kurz halten, weil wir schon am Ende der Sendung bereits sind. Die hohen Mieten sind eine Enteignung der Mieter. Die Vermieter enteignen die Mieter. Deshalb brauchen wir eine Mietgrenze. Die ist wichtig für die, die jetzt in einem solchen Mietverhältnis sind. Und unabhängig davon müssen wir mehr Wohnungen bauen. Das ist die Lösung. Aber wir brauchen auch für die Leute, die jetzt ihre Miete nicht mehr bezahlen können und durch die Mieter enteignet werden. Das ist nämlich die Enteignung, Herr Fürst. Da brauchen wir eine Grenze. Okay. Mietobergrenze und vor allen Dingen auch einen Deckel. Die Mieten dürfen nicht mehr steigen, als die Inflation steigt. Das wäre zum Beispiel... Danke, Herr Böhringer. Ja gut, ich schließe mich an bei mehr Bauen. Das muss tatsächlich geschehen. Die EZB darf nicht so viel Geld drucken. Das ist nämlich einer der Gründe, warum die Immobilien- und Mietpreise so enorm steigen. Und auf die Gefahr hin, dass es jetzt populistisch klingt. Wir haben 83 Millionen Menschen in diesem Land. Wir hätten nur 80 ohne Zuwanderung. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen sehr hohen Mieten und weniger hohen. Jeder, der Marktwirtschaft irgendwie beherrscht, weiß, dass das ein extrem preisunelastischer Markt ist. Und wenn die Nachfrage eben künstlich angeheizt wird, dann passieren diese Dinge und die Mieten gehen hoch. Davon hat die Frau aber noch keine... Gerade im Niedrigpreis gerechnet. Gerade da passiert das. Haben Sie noch mal auch einiges abgespult aus Ihrem Programm? Nein, habe ich nicht. Das ist jetzt ein übles Framing, was Sie gerade betreiben. Aber bevor Sie... Das gab es nicht in Ordnung. Das war kein Abspulen in irgendeiner Weise. Problem lösen. Das verbitte ich mir, Herr Nitsche. Der muss dafür sorgen, dass kostengünstiger Wohnraum entsteht. Wir müssen mehr bauen, schneller bauen und günstiger bauen. Wir haben eine Kappungsgrenze im Mietmarkt, wir haben eine Mietpreisbremse, wir haben ein reduziertes Umlagesystem. Wir brauchen natürlich den Ausbau erneuerbarer Energien in der Bundesrepublik, in Europa. Das ist der erste Punkt. Aber ich fürchte, das sage ich jetzt zu Fridays for Future, ich fürchte, das wird nicht reichen, um den Strom herzukriegen, den wir brauchen. Deshalb werden wir auch grünen Strom importieren müssen. Deshalb versuchen wir zurzeit, Energiepartnerschaften zu machen, zum Beispiel mit Ländern auf der arabischen Halbinsel, aber auch in Afrika, auch mit anderen Ländern, die aufgrund ihrer Gegebenheiten kein Problem haben, ein Windradl aufzustellen, weil da niemand ist, der protestiert, die auch aufgrund ihrer Gegebenheiten mehr Sonne haben als wir, die darüber grünen Wasserstoff zum Beispiel produzieren können, der da zu uns transportiert wird, zum Beispiel auch über Gasleitungen, die wir schon haben. Herr Böhringer, das ist die Zielsetzung. Herr Böhringer, sagen Sie, es gibt keinen Klimawandel, da brauchen wir auch keinen grünen Strom? Oder was ist Ihre Haltung zur Finanzierbarkeit von grünem Strom? Grüner Strom wäre schön, wenn man ihn mit Wasserkraft oder so erzeugen könnte, Wasserstoff oder was auch immer. Aber ich muss auf das eingehen, was eben gesagt wurde. Also ich lade Sie wirklich ein, Herr Ernst, sich mal das Desertec-Projekt anzuschauen, das vor ungefähr 15 Jahren aufgegeben wurde, nachdem es mit massivem Geld staatlich aufgeforstet wurde. Das war nämlich genau das, was Sie gerade vorgeschlagen haben. Die freie Wirtschaft hat alles getan.
getan, zusammen mit unglaublich viel Geld auch von Staaten. Und am Ende hat es nicht funktioniert. Man kann so viel Strom in der Sahara zwar produzieren, aber man kann ihn nicht nach Europa bringen ohne weiteres. Da ist das Mittelmeer im Weg, da sind physikalische Widerstände im Weg. Bei Wasserstoff, können Sie das mal 5 nehmen und in der Potenz diese Probleme. In der Potenz, Sie sollten einfach mal zuhören. Das ist alles von der Marktwirtschaft ausgetestet worden. Auch Herr Föst sollte die Marktwirtschaft zur Kenntnis nehmen. Frau Ida, lassen Sie mich auch mal einen Gedanken zu Ende führen. Aber Sie haben ganz schön viel gedacht. Nicht immer unterbrechen. Ich habe Sie überhaupt nicht unterbrochen bisher. Ich fange an zu tanzen, damit Sie sich nicht so streiten. Das ist physikalisch Hanebüchen. Jeder weiß es und da hilft das ganze Getanze nichts. Da kommt der Strom dann auch nicht her, Frau Eder. Ich kann auch nicht tanzen. Das ist das zweite Problem. Karl Granersberger, Herr Böhringer, fragt, warum wird der Bundestag immer größer und warum spricht keine Partei Maßnahmen zur Parlamentsverkleinerung an? Könnten Sie dazu was sagen? Sie sind schließlich Vorsitzender des Haushaltsausschusses gewesen. Der Bundestag strebt irgendwann auf 1000 Abgeordnete zu, vielleicht. Was sagen Sie zu der Frage von Karl Granersberger? Ja, das ist eine gute Frage. Leider, es ist vielleicht der größte, schlagzeilenträchtigste Skandal der nächsten Monate. Wir werden in Richtung 850 bis 900 Kollegen kommen und das ist natürlich unsäglich, obwohl es natürlich viel größere Ausgabenpositionen gibt. Aber die AfD hat auch ein klares Konzept vorgestellt, schon vor Jahren, dreimal insgesamt, seit 2018, um endlich die Vorgaben auch des Verfassungsgerichts in diese Richtung umzusetzen. Es scheiterte am Ende an der Großen Koalition, an letzten Endes der CDU, der CSU. Und das werden wir ausbaden in etwa 5 Wochen und dann werden wir sehen, in 3 Wochen und dann werden wir sehen, wie groß der Bundestag wirklich ist. Und ich fürchte, es wird fürchterlich. Aber wir haben alles versucht und Herr Föst wird gleich das Gleiche sagen. Es gab auch Versuche von anderen kleineren Parteien. Das stimmt. Das ist wirklich ein ganz übles Thema, das der Bürger da anspricht. Das war ein gewaltiger Ritt durch die Themen. Ich möchte aber ganz besonders herzlich Ihnen danken, dass Sie da waren und dass vielleicht mancher nicht gesprochen hat, der sprechen wollte und dass Sie die Nerven bewiesen haben. Und danke auch an unsere Zuschauer online. Vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss.